spüren aber das Endspiel trotzdem sehr exakt und gewissenhaft von der Organisation aufgefallen. Colotto. Telemann, der Stürmer, der beim Juniorenteam hier spielt in der Schweiz, sperrt ihn. Das war etwas rau, diese Attacke von Fomenko. Blochin. Und Ischenko. Also fast eine logische Folge dieser körperlich und spielerischen Überlegenheit von Dynamo Kiew. Ich hoffe, wir sehen dieses Tor jetzt gleich in der Zeit und Wiederholung, ja. Blochin völlig ungedeckt. So, hier ist die Fortsetzung der Wiederholung. Und mit dem linken Schussbein ins lange Eck an Gezi vorbei. Geräusch, das ist die Eisenbahn, die direkt über der einen Tribüne fährt. Widerlegen wirklich das ganze Gerede über 5 sowjetische Spieler gegen 4 Verteidiger der Ungarn. Man sieht schon ganz deutlich, dass diese Aktionen bis jetzt gewinnen die Ukrainer gut 7 von 10 Zweikämpfen. Blockieren. Das war wieder so ein typischer Fall, wo der sowjetische Spieler damit diese Mannschaft wirklich die stärkste in der Sowjetunion ist.
Ob das für den Verlauf der Meisterschaft gut ist, eine andere Frage. Wird. Ist dieses erfolgreichen Spiel. Halbzeit Dynamo Kiew. Kiew spielt jetzt von rechts nach links. Es gab in der Pause. Aber ich glaube, die Millionen Fernsehen, ein wesentlicher Schwerpunkt der Übungen ist. Das hätte jetzt gefährlich werden können, denn Exmuntian. Im Kopfball ist hier die sowjetische Abwehr kaum zu schlagen. Sache des Trainings. Herrlich. Das könnte das 3:0 werden. Das war das Vorgruppenspiel vor dem Finale. Blochin. Hört ihr, wie dankbar die Zuschauer sind, wenn sie wieder ein paar gute Szenen bekommen? Blochin. Da müsst ihr wirklich hoffen, dass es... Minute. Hier die Wiederholung. Drei zu null also durch Blochin. Klar, 2:0. Drei Tore Differenz, das war noch nie da im Cup der Cup-Sieger. Und wieder ganz allein Blochin. Er läuft dafür davon. Basler St. Jakob Stadion. Blochin, Colosso. Macht Buriak. Aufmerksam, nein, Davidson glaubt, dass ein Wechselspieler kommt, sieht, dass es Blochin ist. Unglaubliche Spurtkraft hat man jetzt nur noch in den letzten Minuten des Spiels. Ein Kabinettstück von Onischenko.
Ja, das war ein kleines Foul, er wurde gehalten. Onichenko, 18. Minute, 39. Blochi. Es gab keine Phase in diesem Match, wo Dynamo Kiew über sich hinauswachsen musste. Der Präsident der Europäischen Fußballunion, Dr. Franchi aus Italien, überreicht jetzt dem Kapitän der siegreichen Mannschaft, Kolosow, den Europacup. Zum ersten Mal hat eine sowjetische Mannschaft einen europäischen Pokal überhaupt gewonnen. Nummer 11 ist der Torschütze Blokhin. Hier im